Die Piper M500 soll innerhalb des Microsoft Flight Simulators ein ganz besonderes Flugzeug sein. Für einen Preis von 32,99 € stellt das Entwicklerteam von FS Reborn seine FSR 500 nun auf dem InSim-Marktplatz für Xbox und PC bereit. Ist dieser Preis für diese Maschine gerechtfertigt? Wir werfen einen ausführlichen Blick darauf und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andy, schön, dass du da bist. Zu Beginn ein kurzer Blick auf den Marktplatz. Bewertungsdetails sprechen hier 4,6 von 5 Sternen bei 308 Bewertungen, ein sehr guter Wert. Allgemein sprechen wir hier über eine ausführliche Beschreibung mit Supportadresse und so weiter, ein guter erster Eindruck. Werfen wir einen Blick in den Inhaltsmanager nach der Installation. Die Maschine belegt auf unserer Festplatte einen Platz von 1,94 GB in der Version 1.0.13. Und wenn wir das Fenster für weitere Infos öffnen, dann sehen wir, dass hier auch reichlich Aktivität herrscht. Es gab bereits das ein oder andere Update. Das war auch dringend erforderlich, denn die Maschine funktionierte hervorragend ab Release auf PC, auf Xbox leider überhaupt nicht. Den Fehler fanden die Entwickler jedoch sehr schnell und lieferten nach. Ohne da jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen, der Entwickler hat die Liveries allesamt überarbeitet, eine sogenannte Lite-Version integriert und alle Lite-Versionen auf Xbox funktionieren fehlerfrei. Da alle Inhalte dieses Videos auf der Xbox Series X erstellt wurden, bin ich heute in einer entsprechenden Lackierung unterwegs. Und als Location schmeißen wir uns hier auf den Airport von Gibraltar, Lima, X-Ray, Golf Bravo. Die M500 ist ein einmotoriges Kleinflugzeug der Kabinenklasse des US-amerikanischen Luftfahrtherstellers Piper Aircraft. Das 500 PS starke Triebwerk dreht einen umkehrbaren Vierblattpropeller mit konstanter Geschwindigkeit an. Wir sprechen hier von einer Maschinenlänge von 9,02 Metern bei einer Spannweite von 13,11 Metern. Bei einem Cruise-Speed von 260 Knoten erreichen wir eine Höhe von maximal 30.000 Fuß und eine Reichweite von 1.000 nautischen Meilen. Und während ich hier mit meiner Drohnenkamera so um das Flugzeug herumkreise, ist es schon im Ansatz wahrnehmbar. FS Reborn liefert hier voll ab. Wer meinen Kanal schon ein bisschen verfolgt, der weiß, ich habe schon das ein oder andere Flugzeug im Hangar stehen und hier in Videos entsprechend gezeigt. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das schon einen ganz guten Mittelwert dessen abbildet, was am InSim-Marktplatz vor allem für Xbox so erhältlich ist. Da ist der ein oder andere Fehlgriff dabei, da ist viel Mittelmaß und auch sehr gute Maschinen schon mit dabei, keine Frage. Wenn ich das Ganze aber, was die Außenhülle und die Qualität der Texturen und so weiter einmal einem Ranking unterziehen würde, dann wäre die Piper M500 von FS Reborn, also die FSR 500, unangefochten an der Spitze. Zuletzt hatte ich mir das eigentlich abgewöhnt, zu nah an die Texturen heranzuzoomen, heranzugehen und so weiter. Das machst du während des Flugs ja ohnehin nicht. Und sind wir uns ehrlich, zumeist wirst du dann von den Texturen auch eher enttäuscht, als dass du denkst, wow, sieht richtig gut aus. Hier ist genau das Gegenteil der Fall. Du verlierst dich in der Betrachtung der Maschine und den umstehenden Teilen, wie zum Beispiel der GPU jetzt hier. Und selbst die Limousine, mit der unsere VIPs ankommen, die wir hier simuliert transportieren können, selbst die ist hochauflösend dargestellt und soundtechnisch sauber simuliert. Da macht's dann auch Spaß, das ein oder andere Easter Egg zu entdecken. Weiter geht's mit dem Innenraum, den wir hier über unseren ausgerollten roten Teppich einmal betreten. Und ich denke, da nehme ich nicht zu viel vorne weg. Die hervorragende Qualität aus dem Außenbereich setzt sich im Innenbereich nahtlos fort. Ganz gut erahnen lässt sich hier bereits unsere Systemtiefe. Jede einzelne Sicherung lässt sich hier schalten und löst eine Reaktion aus. Apropos Systemtiefe. Mein Ansatz für dieses Video ist, euch innerhalb von 30 Minuten einen kompakten und guten Gesamteindruck dieses kostenpflichtigen Zusatzinhaltes zu vermitteln. In dieser Zeit ist es schier unmöglich, im Detail auf alles im Einzelnen einzugehen.
Selbstverständlich starten wir jetzt gleich auch die Maschine und drehen eine Runde, starten, landen und so weiter. Ich gehe auf viele Details noch ein. Alleine die Prozedur vom Vorfeld über Cold and Dark an die Startposition zu kommen, hätte den zeitlichen Rahmen allerdings massiv gesprengt. Von daher sollten Fragen, die euch zu eurer Kaufentscheidung helfen, offen bleiben, dann nutzt bitte aktiv die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Zwischenzeitlich habe ich jetzt hier im hinteren Bereich, in dem wir unsere VIPs jetzt dann transportieren werden, ein wenig gezeigt. Den Tisch kann man auf- und zuklappen. Jede einzelne Fensterjalousie ist stufenlos bedienbar. Und an jedem Platz habt ihr eine Überkopfbeleuchtung, die ihr am Platz per Knopf bedienen könnt. Die Kissen, die ihr hier seht im hinteren Bereich des Flugzeuges, die sind auch beweglich. Sprich, wenn ihr einen holprigen Start hinlegt, dann fallen die auch schon mal vom Sessel runter und müssen neu sortiert werden. Allgemein vorneweg, euer Flugstil hat Einfluss auf die Befindlichkeit eurer Fluggäste. All das ist einsehbar und steuerbar über das Tablet auf der Pilotenseite, also sehen wir uns das doch direkt einmal genauer an. Vorab eine Empfehlung für all diejenigen, die an der Konsole, also an der Xbox unterwegs sind. Das Ganze funktioniert wesentlich einfacher mit einer angeschlossenen Maus. Selbstverständlich habe ich es auch mit dem Controller getestet. Es funktioniert alles uneingeschränkt. Das ist ja auch eine wichtige Information. Wesentlich bequemer ist es jedoch mit Maus, weshalb ich hier mit einer Kombination aus beidem unterwegs bin. Im ersten Fenster am Tablet sehen wir nun den Statusbildschirm. Hier wäre nun auf den ersten Blick zu erkennen, wenn ihr irgendwelche Mängel am Flugzeug hättet und diese beheben müsst. Auf das zweite und dritte Fenster zum Thema Simbrief und Navigraph gehe ich nachher noch im Detail ein, weshalb wir hier jetzt direkt auf das vierte Fenster springen. In den Fuel und Ground Operations können wir beispielsweise die Gewichte entsprechend einstellen, sprich die Anzahl der Passagiere definieren, wie viel Gepäck wir beispielsweise mitführen und unsere Tankfüllung. Im mittleren Teil sehen wir das Ganze dann nochmal zusammengefasst. Außerdem können wir hier auch die Kabinentür öffnen. Und auf der rechten Seite oben können wir die ganzen Covers entfernen für Pitot und Propeller. Außerdem die Chocks, Security Cones, die GPU platzieren und auch connecten und den roten Teppich ausrollen. Im nächsten Fenster heißt es dann Kabinenkomfort. Über das Fenster in der Mitte sehen wir nun, wie gut unsere Passagiere oder auch wie schlecht sie drauf sind. Außerdem können wir hier auch das Anschnallzeichen aktivieren. Sollten Hunger und Durst oder auch das allgemeine Wohlbefinden in den roten Bereich gehen, so können wir hier Kaffee und Snacks servieren. Außerdem können wir hier die angesprochenen Kissen im hinteren Bereich entweder neu sortieren oder komplett in den Stauraum verfrachten. Auf der rechten Seite haben wir dann noch Angaben zur Luftqualität. Auch diese hat Einfluss auf das Wohlbefinden unserer Passagiere, dazu später mehr. Im nächsten Fenster haben wir dann Zugriff auf die Maintenance, also auf die Wartung der Maschine. Sollten euch hier oder auf der Statusseite irgendwelche Dinge auffallen, die zu reparieren sind, dann könnt ihr das hier entsprechend durchführen. Beispielsweise habt ihr hier sogar Einfluss auf den Druck eurer Reifen und könnt diesen aktiv ändern. Sobald ihr euch nach dem Kauf dieser Maschine das erste Mal ins Cockpit setzt, durchlauft ihr am Tablet eine erste Einweisung, was den Realismusgrad angeht. Auf diesen habt ihr dann im Nachgang auch über dieses Fenster hier, Realismus, erneut Zugriff. Ihr könnt die Maschine komplett mit Realismus fliegen, also sprich mit Ausfällen in den verschiedenen Bereichen, die hier angegeben sind. Wer darauf verzichten möchte, kann diesen Part aber auch komplett deaktivieren. Hinter dem Fragezeichen unten auf der rechten Seite am Tablet verbergen sich die FHQs. Dort habt ihr beispielsweise Zugriff auf QR-Codes, mit deren Hilfe ihr direkt zum Beispiel auch auf verschiedene Videos der Entwickler zugreifen könnt oder auch zum Handbuch. Dieses findet ihr im Übrigen auch hier bei mir unten in der Videobeschreibung als Download. Es umfasst 148 Seiten. Außerdem findet ihr hier im weiteren Verlauf die am häufigsten gestellten Fragen mit kompakten Antworten. Leider alles auf Englisch, ja, aber so ist es halt nun mal. Witziges Detail und auch ganz sympathisch, wie ich finde, werden hier in den Credits weitere Entwicklerteams genannt, mit denen bereits Kooperationen stattgefunden haben, um nur zwei zu nennen, zum Beispiel Parallel 42 oder auch Big Radials. Und somit landen wir auf unserem Bildschirm Settings. Hier habt ihr unter anderem Eingriff auf die Maßeinheiten, könnt beispielsweise von nautische Meilen auf Kilometer umstellen. Wir haben Zugriff auf die Actionkameras. Ihr habt zum Beispiel eine Kamera, sobald ihr den Motor startet, das eine Außenansicht angeht. Wenn ihr zum Beispiel an den Flaps etwas verstellt, dass eine Flaps-Kamera sich zuschaltet. Oder zum Beispiel auch, wenn ihr die Ground Power Unit anschließt, dass eine eigens dafür erstellte Außenkamera die Animation entsprechend einfängt.
Außerdem könnt ihr hier einstellen, ob eure Co-Pilotin, euer Co-Pilot entsprechend angezeigt wird oder nicht. Wann immer es geht, ist meine Co-Pilotin mit an Bord. Unten links habt ihr jetzt noch Zugriff auf die sogenannte Ground Operation. Eure Passagiere werden mit einem Fahrzeug gebracht, entweder mit einem SUV oder einer Limousine. Die Farbe dessen legt ihr selbst fest. Sobald ihr dann bereit seid für das Boarding, klickt ihr hier entsprechend auf Preview und das Fahrzeug fährt vor. Leider sind zu keinem Zeitpunkt, also weder im Fahrzeug noch bei euch im Flugzeug, echte Passagiere zu sehen, aber vielleicht werden die ja noch irgendwann einmal nachgereicht. Wer gerade aufgepasst hat, ich bin mit meiner Maus an den Spot geraten, an dem ich das Tablet entsprechend verstellen kann. Das greifen wir doch jetzt hier direkt einmal auf, denn ihr habt die Möglichkeit, das Tablet in der Ansicht entsprechend zu verschieben. Auch das funktioniert ohne Probleme. In den Settings haben wir dann rechts oben noch zwei ganz interessante Punkte, und zwar einmal Simbrief und die Navigraph Charts. Die FSR 500 bietet die volle Integration beider Punkte und hierüber könnt ihr das aktivieren oder eben nicht. Navigraph und Simbrief. Ich zeige euch jetzt hier auch gleich mal beide Punkte am Tablet. Beides ist aber sehr umfangreich und auf Xbox ein weiterer sehr interessanter Punkt, den ich gerne in Kürze in einem separaten Video aufgreifen möchte. Sobald das Video existiert, verlinke ich es euch auch hier unten im Video und jetzt hier rechts oben. Navigraph und Simbrief auf Xbox, wie ist der Stand Anfang 2024? Zurück zur FSR 500. Wir sind hier am Tablet nun am Punkt Flight Plan angelangt und importieren von Simbrief unseren Flugplan. Wie erwähnt, wie das alles funktioniert, darauf gehe ich in einem späteren Video ein. Mir geht es hier in diesem Video jetzt nur darum, was Simbrief und Navigraph mit unserer FSR 500 für einen Mehrwert bietet. Der Flugplan sowie dessen Anhänge werden hier einmal komplett integriert. Auf der ersten Seite sehen wir jetzt hier schon erste Details mit unserer Flugnummer, mit Flugdauer und so weiter. Auf der zweiten Seite, Departure, sehen wir eine Runway, die wir auswählen können und weitere Daten zum Departure-Flughafen. Das gleiche trifft auch auf den Arrival-Flughafen zu. Wir haben Wetterdaten, die wir hier entsprechend abrufen können. Und auch die mehrseitig für diesen Flugplan erstellte PDF von Simbrief wird hier vollständig mit übernommen. Wer also gerne umfangreich mit Flugplänen und insbesondere eben hier mit Simbrief arbeiten möchte, der hat an der FSR 500 keine Einschränkungen. Der zweite große Punkt neben dem Flugplan über Simbrief sind die sogenannten Navigraph Charts. Die verwendeten Karten stammen von Jeppesen, einem Boeing-Unternehmen. Für weltweit über 7000 Flughäfen umfasst diese Software Flughafenkarten, Verfahrenskarten und Taxidiagramme. Und so erhalten wir hier beispielsweise für unseren Abflughafen umfangreiche Informationen inklusive der aktuellen Position unseres Fluggerätes. Unter dem Punkt Route können wir unsere Weltkarte nun aufrufen und auf verschiedenen Ebenen unsere Flugroute samt unserer aktuellen Position darstellen lassen. Um uns schon mal einen Überblick über den Ankunftsflughafen zu verschaffen, gibt es auch hier entsprechende Ground Charts und wir können, genau wie beim Abflughafen auch, uns alle Details im Vorfeld ausführlich angucken. Also ihr seht schon, das ist alles sehr, sehr umfangreich mit Simbrief und Navigraph. Ich würde euch empfehlen, wer daran Interesse hat, gerade auch in Bezug auf Xbox, es kommt ein Folgevideo hier bei mir auf dem Kanal, behaltet das einfach im Blick. Als nächstes schmeißen wir die Maschine jetzt hier direkt einmal an. In den meisten anderen Videos habe ich euch durch die komplette Startprozedur mit durchgenommen. Das funktioniert hier jetzt aus Zeitgründen leider nicht, sonst würde das alles viel zu lange dauern. Eines vorweg, die Checkliste funktioniert komplett. Wir überspringen aber teilweise jetzt hier Punkte. Pre-Flight zum Beispiel, den werden wir jetzt hier nicht komplett im Video festhalten. Der erste Punkt, an dem ich euch jetzt hier wieder mit reinhole, ist der Punkt, wo wir tatsächlich die Maschinen starten. Alleine aus soundtechnischen Gründen möchte ich euch hier schon uneingeschränkt teilhaben lassen. Ihr seht es hier in der Checkliste, wir sind am Punkt Engine Start angekommen und da über den Punkt 6 auch schon hinaus. Push Start Switch ist der nächste Punkt.
Die Soundkulisse im Hintergrund ist ein Mix aus der Elektrik, der Benzinpumpen und der Zündung. Ein Hinweis noch zur Kamera im Cockpit. Ich habe die Zoomstufe hier auf plus 25 gestellt und damit die besten Erfahrungen gesammelt. Bevor wir den Startknopf hier jetzt drücken, noch zwei, drei weitere Hinweise. Zum einen wollte ich euch einmal auf den Sound des Steuerhorns aufmerksam machen. Hör mal rein. Es ist der unwahrscheinlich hohe Detailgrad hier in dieser Maschine, den man einfach auch schon alleine hören kann. Dann gehen wir hier einmal auf den Anlasserknopf und heben die Abdeckung an. Und dann komme ich zu einem weiteren Hinweis, denn ihr solltet, beziehungsweise war das für mich eine kleine Einschränkung, ihr solltet in den Settings einmal, was die Action-Cameras angeht, die Engine-Startup-Kamera deaktivieren. Das macht ihr hier. Warum habe ich das gemacht? Den Startknopf muss man eine Zeit lang gedrückt halten. In meinem Fall war es dann wie folgt: Sobald ich den Anlasser gedrückt habe und die Actionkamera in die Außenansicht ging, wurde der Druckpunkt gelöst und der Startvorgang abgebrochen. Deshalb habe ich diese Kamera deaktiviert. So, Startvorgang läuft, ich halte die Backen und ihr spitzt die Ohren. Also aus meiner Sicht ist das mega, mega gut. Die verschiedenen Stufen, in denen das Triebwerk hochfährt, sind echt beeindruckend. Nachdem ich hier jetzt die Pumpen und auch die Zündung entsprechend umgestellt habe, schalten wir die Avionik hier einmal ein und bestätigen mit Enter. Und dann noch die ein oder andere Information zur Klimatisierung, denn wie vorhin schon angesprochen, diese hat direkten Einfluss auf das Wohlbefinden unserer Passagiere. Wir werfen also nochmal einen Blick auf unser Tablet und zwar auf den Punkt Kabinenkomfort. Hunger und Durst hält sich in Grenzen, das gibt es dann auch erst über den Wolken. Wir geben hier einmal das Signal zum Anschnallen und dann haben wir hier rechts unten den Kabinenstatus, was die Temperaturen betrifft. Damit wir hierüber die Kontrolle behalten, müssen wir einmal die Klimatisierung entsprechend einstellen. Und das Ganze machen wir hier rechts unten, beziehungsweise auch hier links über den Kabinendruck. Denn auch der hat natürlich Einfluss. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, mit Kabinendruck umzugehen. Und die Klimatisierung an sich stellen wir aber dann hier ein. Und das ist auch gleich zu hören, wenn der Ventilator angeht. Wir lassen das Ganze mal in der Low Position, was den Ventilator angeht, und stellen auf 22 Grad. Der Kabinenstatus zeigt uns das auch entsprechend an, die Air Condition ist an, der Ventilator dreht sich und die Temperatur wird sich auf 22 Grad irgendwann einpendeln. Okay, dann kommen wir zum Autopiloten. Wir stellen für diesen kurzen Flug hier einmal 2500 Fuß ein, Flight Director und NAV schalten wir ein und Vertical Speed stellen wir auf 400 Fuß die Minute. Flaps gehen wir hier auf Stufe 1 und da kann ich auch gleich mal die Action Cam der Flaps einmal demonstrieren.
bevor wir jetzt vorrollen, noch ein Wort zum Luftdruck, denn den stellen wir jetzt hier auch einmal ein und ziehen dabei nochmal die PDF von SimBrief mit hinzu. Ihr seht es hier am Display schon, ich habe Hektopascal eingestellt. Der Luftdruck ist bei mir standardmäßig im System eigentlich in Inch angegeben. Hier 29,92. Wenn auch ihr hier das am Display umstellen wollt, dann geht ihr einmal auf PFD-Optionen, auf Alt-Units und stellt dann von Inch auf Hektopascal um. Zur Demonstration stelle ich hier nochmal hin und her. Ja, warum macht der Andi das denn jetzt? Ganz einfach. Und zwar, wenn wir hier einmal in die PDF reinschauen, die ja SimBrief für unseren Flugplan eigens erstellt hat, dann finden wir auch dort eine Angabe zum Luftdruck. Und diese wird in Hektopascal dargestellt. Damit ich das Ganze dann bei mir im Flugzeug ins System übernehmen kann, stelle ich das System eben auf Hektopascal um. Die Angabe selbst in der PDF findet ihr dann unter Airport VX List unter Departure und hier dieses Q1022, das sind 1022 Hektopascal und diese übernehmen wir jetzt hier bei mir ins System. Um auch die Tooltip-Anzeige, also diese kleine Fensteranzeige jetzt hier des Microsoft Flight Simulators umzustellen auf Hektopascal, müsstet ihr in die Optionen des Microsoft Flight Simulators gehen und es dort entsprechend umstellen. Kann man machen, muss man aber nicht. Okay, dann stellen wir jetzt hier einmal auf die Karte wieder um und rollen vor an unsere endgültige Startposition auf der Startbahn. Bevor wir dann abheben, melde ich mich nochmal von der Startposition aus, denn es gibt eine weitere wichtige Einstellung, die wir vornehmen müssen. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Take-Off-Konfiguration ist die Seitenruder-Trimmung. Nehmen wir diese nicht korrekt vor, wird das System Alarm schlagen. Dabei handelt es sich um diese T-O-Config. Teil des kompletten Abschlusses dieser ist die Seitenruder-Trimmung. Schließen wir diese nicht ab, bekommen wir nicht nur hier unter Alerts einen entsprechenden Fehler aufgelistet, sondern bekommen auch audiotechnisch was auf die Ohren. Wie machen wir das also jetzt hier mit der richtigen Seitenrouter-Konfiguration? Ihr seht schon, damit ich das besser zeigen kann, bin ich hier nochmal auf die Maus gewechselt. Es geht um diese Anzeige hier. Der kleine weiße Balken steht genau in der Mitte, muss aber über diesen grünen Bereich, also nach rechts versetzt werden. Dazu gehen wir hier einmal auf den Schalter für die Seitenrouter-Trimmung und klicken den nach rechts, auf ca. 3 Grad in meinem Fall. Und ihr seht schon, dieser kleine weiße Balken wandert jetzt auch im Display nach rechts und muss quasi über diesem grünen Bereich stehen bleiben. Passt. Und jetzt gibt es auch keine weiteren Fehlermeldungen beim Start und wir können in Ruhe abheben. Damit ihr gleich wieder den vollen Sound auf die Ohren bekommt, halte ich mich jetzt, was den Kommentar angeht, wieder zurück. Wir hören uns gleich in der Luft und ihr genießt den Start mit der FSR 500.
Okay, der Autopilot ist an. Wir setzen uns langsam auf Kurs und haben auch die Geschwindigkeit schon etwas angepasst. Wir müssen immer aufpassen, die Maschine geht relativ schnell dann auch in den Overspeed. Stackt uns das dann natürlich auch und dann können wir immer noch nachkorrigieren, aber muss ja nicht sein. Bei der Gelegenheit nochmal ganz kurz zur Navigraphkarte hier am Tablet. Ihr habt verschiedene Darstellungsebenen, die ihr anwählen könnt. Neben der normalen Karte habt ihr noch die VFR-Karte sowie eine IFR-Low und eine IFR-High-Karte. Ich bleibe hier mal auf der normalen Karte. Und wenn wir dann unsere Flughöhe erreicht haben und alles soweit läuft, können wir die Anschnallzeichen einmal entnehmen und einen Blick darauf werfen, wie es unseren Passagieren so geht. Wie sehen denn die Kissen allgemein aus? Okay, am Boden liegt schon mal nichts, der Start war scheinbar nicht so schlecht, aber ein bisschen durcheinander gewirbelt hat es das Ganze trotzdem. Wir klappen hier einmal den Tisch aus, wenn wir gleich Essen und Trinken servieren wollen. Und begeben uns am Tablet hier einmal wieder in den Komfortbereich für die Kabine, servieren Kaffee und Snacks und sortieren einmal die Kissen neu. Das wird uns dann hier rechts unten auch entsprechend angezeigt. Die Temperatur pendelt sich auch langsam auf die eingestellten 22 Grad ein. Ja, sollte passen. Die Kissen sind sortiert und Essen und Trinken serviert. Und wenn die Sonne ein bisschen blenden sollte, dann machen wir die Sonnenrollos halt runter. Wir wollen ja, dass es den Passagieren gut geht. Damit ihr auch einen Eindruck über die Beleuchtung bei Nacht erhaltet, stelle ich hier einmal auf die entsprechende Tageszeit, also Nacht, um und schalte einmal alle Lichter ein. Da das während des Fluges im Innenbereich eigentlich alles viel zu hell ist, machen wir hier erstmal das Kabinenlicht für Co-Pilot und Pilot auf 0. Passen auch das Flutlicht für die Instrumentenbeleuchtung entsprechend an. Auch das Tablet können wir in einen Nachtmodus wechseln. Wir können entweder Tag, Nacht oder Uhrzeit entsprechend das Ganze abrufen. Und schalten auch im hinteren Bereich für die Passagiere die Lichter einmal alle aus. Was dann bleibt, ist eine sehr angenehme indirekte Beleuchtung hier in den Seitenverkleidungen. Wir befinden uns jetzt hier mittlerweile im Landeanflug an unseren Zielflughafen. Ich gebe euch jetzt hier wieder die volle Soundkulisse aufs Ohr und melde mich nach erfolgreicher Landung zurück mit einem kurzen Fazit. Check gear.
Piper 500, die FSR 500 von FS Reborn. Leute, ich bin schlichtweg begeistert von diesem Zusatzinhalt, der diesen Preis von 32,99 € am Inzim-Marktplatz sowohl für Xbox als auch PC vollkommen wert ist. Die Entwickler zeigen hier mit ganz, ganz viel Liebe zum Detail sowohl was in der optischen Darstellung als auch in der technischen Umsetzung im Microsoft Flight Simulator möglich ist. Wer mit einem Flugprofil unterwegs ist, welches Maschinen dieser Art umfasst, dem spreche ich hiermit eine uneingeschränkte Empfehlung für die FSR 500 aus. Insbesondere auf Xbox ein absoluter Meilenstein. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video hier einen guten ersten Eindruck der Maschine vermitteln. Sollten Fragen offen bleiben oder du Ergänzungen zum Gezeigten haben, dann nutze sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Über ein Däumchen sowie ein Abo, falls noch nicht geschehen, würde ich mich wie immer sehr freuen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.